Wer sich für das Realgymnasium entscheidet, bekommt in der dritten und vierten Klasse ein neues Fach, nämlich geometrisches Zeichnen. Der dritten Klasse hat man dieses Fach eine Stunde pro Woche und in der vierten Klasse 2 Stunden pro Woche. Was man in geometrischem Zeichnen eigentlich macht, möchte ich Ihnen mit den nachfolgenden Bildern zeigen. Wesentlicher Teilbereich ist die Schul- und Raumvorstellung. Dabei geht es darum, dass die Schüler und Schülerinnen sich ein Objekt im Kopf vorstellen können und dieses bewegen können. Das heißt, beispielsweise drehen können oder sich gedanklich um dieses Objekt herum bewegen können. Wir untersuchen Sätze der Ebenengeometrie mit Hilfe dynamischer Geometriesoftware und forschen nach weiteren besonderen Punkten im Dreieck. Geometrische Bilder wie diese Parkettierungen werden im Rahmen des Unterrichts analysiert, auf ihre Eigenschaften hin untersucht und dann mit Hilfe des Computers oder händisch selbst erstellt. Wie Bilder eigentlich entstehen, sei es beim menschlichen Sehen oder bei der Aufnahme mit dem Fotoapparat, kann mit Hilfe der Software am Computer leicht nachvollzogen werden. Ich muss aber nicht nur wissen, wie diese Bilder entstehen, sondern auch, wann ich welche Art von Bild einsetze. Möchte ich ein anschauliches Bild meines Objekts haben, wähle ich eine Perspektive oder einen Schrägriss. Möchte ich hingegen wichtige Informationen wie die Maße eines Objekts weitergeben, so wähle ich eher Hauptrisse. Das lernen die Schüler im Rahmen des GZ-Unterrichts, wann sie welche Risse einsetzen und wie sie diese erstellen. Im Rahmen von mehrwöchigen Arbeitsaufträgen, wie hier einem Wohnungsdesign, müssen die Schüler und Schülerinnen einerseits genaue Maßgaben wie Wandstärke und Größe der Wohnung umsetzen, aber auch genauso ihre eigenen Vorstellungen umsetzen, indem sie die Aufteilung der einzelnen Räume bestimmen bzw. Möbel entwerfen und diese in der Wohnung platzieren. In der fünften und sechsten Klasse gibt es dann keinen verstärkten Geometrieunterricht, aber für die siebte und achte Klasse können sich die Schüler und Schülerinnen wieder für die darstellende Geometrie entscheiden oder alternativ verstärkt die naturwissenschaftlichen Fächer belegen. Entscheiden Sie sich für darstellende Geometrie, haben Sie dann 3 Stunden pro Woche in der siebten Klasse und 2 Stunden pro Woche in der achten Klasse. Wodurch unterscheidet sich nun die darstellende Geometrie vom geometrischen Zeichnen? Einerseits werden die Objekte, die gezeichnet werden, wesentlich komplexer. Andererseits werden diese auch im Gegensatz zum geometrischen Zeichnen miteinander verschnitten. Außerdem wird der Formenreichtum durch den Einsatz von Freiformkurven sowie Drehflächen, Schiebflächen und Freiformflächen, wie sie auch in der modernen Architektur eingesetzt werden, stark erweitert. Hier und auf den nachfolgenden Bildern sehen Sie nun einige Beispiele aus dem Geometrieunterricht. Hier haben wir etwa einen Schatten eines Kamins. Das heißt, der Kamin wird den Schülern vorgegeben und sie müssen dazu den Schatten konstruieren. Ausgehend von Auf- und Grundriss eines Objekts sowie dem Standpunkt ist anschließend eine Perspektive zu zeichnen. Auch auf dem Computer ist durch den Einsatz professioneller CAD-Software vieles möglich, wie die folgenden Schülerprojekte zeigen. Macht dir das Konstruieren im Mathematikunterricht ohnehin schon Freude? Bist du technisch begabt oder möchtest in Zukunft in einer der folgenden Berufsfelder tätig sein? Dann ist für dich die Wahl des Realgymnasiums sicher eine gute Entscheidung.